Jetzt müssten wir zu hören sein und auch zu sehen sein zu einem neuen Videostammtisch beim Retro-Kompott, dem Videostammtisch 95. Heute spielen wir dieses freundliche Tierchen über mir, nämlich Mr. Nuts. Mr. Nuts, Hop and Matt, und gucken mal, wie weit wir da kommen. Es haben sich im Augenblick ja ein paar wenige Tierfreunde zu uns gesellt und wir wollen mal gucken, wie weit sie kommen. Und vor allem interessiert mich, wer hier heute der Experte ist. Denn ich habe dieses Spiel damals zwar sehr oft verliehen, habe es aber selber fast nie gespielt und kenne es auch eigentlich nur vom Amiga. Wir fangen mal an, auf der linken Seite, der Michael, Mr. Nuts und du, ihr seid ein großes Team. Nie gespielt. Trotzdem habe ich jetzt mal die Amiga-Version rausgesucht. Freue mich gerade darüber, dass das Ding hier eine 2-Button-Steuerung hat, Minimum. Und bin mal gespannt. Ich habe schon viel von dem Spiel gehört. Ja, dann bleibt die Hoffnung beim nächsten Teilnehmer, beim Stefan. Stefan hat auch garantiert seit Jahren ein Mr. Nuts-Kuscheltier zu Hause und kann sich nichts Schöneres vorstellen, als heute zu zeigen, dass er Mr. Nuts ja sozusagen im Vorübergehen durchspielt. Hallo Stefan. Hallöchen. Ja, Kuscheltier wäre eigentlich ganz witzig, wenn ich das Vieh sehe. Aber ich muss leider sagen, auch ich kenne das Spiel nur dem Hörensagen nach und bin da, als das rausgekommen ist, glaube ich schon, und 93 sehe ich gerade eingeblendet, da war ich dann schon mit meinem ersten PC beschäftigt und da waren Jump'n'Runs nicht mehr interessant. Das habe ich nur noch gelesen in den Zeitungen. Christian, du hast Mr. Nuts schon mal gespielt. Kannst du uns jetzt alle Details erzählen? Ich habe es gespielt und mein Vater hatte es tatsächlich auch kurz nach dem Release für den Super Nintendo 1994. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich finde die Musik cool vom Super Nintendo. Sie erinnert im ersten Level ein kleines bisschen an Ein Käfig voller Helden, an die Titelmusik. Ja, ich bin gespannt, wo ich eigentlich immer abstürze oder hängen bleibe. Vielleicht kommen wir gemeinsam heute etwas weiter. Wir sagen nochmal zu, Christian ist ja unser Blind Gamer. Das heißt, er spielt nach Gehör. Also nicht, dass ihr euch wundert, wenn da manchmal Situationen sind, wo ihr sagt, warum macht er das nicht? Da sind wir mal sehr gespannt, wie weit du überhaupt kommst bei einem Spiel, weil das gilt, glaube ich, auch nicht als Spiel, was man so eben mal kurz durchspielt. Hühner aus dem Weltall versuchen verzweifelt die Welt zu erobern. Hier ist schon die erste große Änderung zum SNES. Ich habe hier eine Overworld, ähnlich Mario, in der ich mich jetzt hier bewegen kann. Und bin jetzt gerade auf der Suche nach dem ersten Level. Das hört sich jetzt falsch an, was ich gleich sagen werde, aber ich muss es trotzdem sagen. Der hat da so einen riesen Schwanz, warum kann er denn nicht mit dem schlagen? Das wäre dann zu einfach. Du hast halt wirklich bis jetzt, du kannst den auf den Schädel springen, scheinbar nur, oder eben mit diesen raren Nüssen werfen. Auch das hört sich falsch an, weil ich vorher ihr wisst schon. Ja, jetzt habe ich mal drauf geachtet. Die Münzen, die klingeln wirklich so ein bisschen. Genau, ich kann es schlecht beschreiben, aber es klingt halt tatsächlich so ein bisschen, wenn man ein bisschen Fantasie hat, wie so ein kleines Münzchen. Hey, ich glaube, ich habe das erste Level gefunden. Also sieht wunderschön aus, aber mich stört es wirklich, dass ich wirklich nur, wenn ich so eine Nüsse abwerfen kann. Ich habe die falsche Taste erwischt. Ich habe eigentlich geguckt, stimmt, du hast ja gerade gesagt, bis zum ersten Level. Ja, ich habe gerade die falsche Taste erwischt und einen Crash provoziert. Dann nochmal von vorne. Ich weiß ja jetzt, wo ich hin muss. Also ich hasse es. Kurzes Statement. Uiuiui. Stefan, was habe ich mir da so angetan? Aber schon niedlich. Bei mir sieht man gerade, da ist so eine, ich nenne es jetzt mal Igel, Maulwurf, keine Ahnung. Wenn einmal mit Sendus wirst, dann verlieren sie ihren Panzer, dann ist das so ein Typ, hat der einen Windeln? Ich weiß nicht, wenn er da lang kauft. Diese Oberwelt ist auch schon eine eigene Art von Adventure. Tutorial. Ich muss mit allen Leuten reden und bekomme dann eben meinen ganzen Bonus. Ja, aber selbst die Hitpoints sind animierte Figuren, mit denen ich reden kann. Das ist ja spannend. Jetzt habe ich mir hier unendlich viele Leben irgendwie durch einen Cheat eingestellt. Was ja ganz nett ist, aber man landet ja, wie du ja gerade sagtest, immer am Anfang des Levels wieder. Es ist einfach auch unfair, Elsa. Ich weiß, das hört sich schon wieder sehr nach Mimimi an. Wie lange wollen meine Schüler heute spielen? Schon wieder feiern? Bereit fürs Fazit, oder? Was soll denn das? Du springst oder anders, du sollst irgendwo hinspringen, weißt aber gar nicht, wohin, weil das Bild auch nicht nach unten scrollt. Du kannst also nicht sehen, du springst so halb immer ins Verderben. I love it. Gib mir mehr davon. Ah, was ist denn das? Ach, schau mal. Ich kann mit meinem Schwanz wedeln.
Also ich nehme an, diese Fähnchen, die bei mir hier eingeblendet sind, von denen jetzt einer grün ist, bedeutet, dass ich hier auf der Insel noch 5 Level habe. Ja, und in einer Stunde hast du schon das zweite Level gefunden. Das ist doch super. Mann, diese... Alter, diese... Du kannst nichts gegen den Dreck machen. Ich habe jetzt eine Zauberfeder, mit der kann ich fliegen. Kannst fliegen? Ja, mit Feuerknopf und nach oben. Ah, fliegen kostet Kraft, deswegen brauche ich mindestens alle 5 Hitpoints. Also eine Funktion, die ich nie nutzen werde. Es ist so unfair, dieses blöde Spiel. Du siehst nichts und auf einmal kommt aus dem Nichts irgendwie so ein... Ja, ja, klar. Was ist denn das für ein Quatsch? Du springst dem scheiß Vieh auf den Kopf. Dann blinkt es vor sich hin, du fällst aber auf den Boden. Das ist nicht so, dass du wieder auf dem Vieh wieder landest. Und wenn du auf dem Boden bist, dann hörst du wieder auf, unverwundbar zu sein, um dann deinen Lebenspunkt zu verlieren. Was ist denn das für ein Quatsch? Wer hat sich denn das ausgedacht? Welcher Vollhonk? Ja, continue. Jetzt weiß ich wieder, wo ich anfange. Ja, klar, Moodyland Journey One. Ich fange von ganz von Anfang an. Ja, selbstverständlich. Gerade Ingo will jetzt dazu stoßen. Servus, Ingo. Ja, ich habe auch keinen Bock darauf. Also, das Spiel machst du denn hier? Beschissen. Oh, sorry. Ich wollte nicht ranten. Ich habe ja schon vorhin gesagt, das Spiel hat mich ja so erinnert hier an das Ratchet & Clank. Ja, das hat ja total auch so einen Knuddelfaktor und Jump'n'Run. Nee. Also zwei Spiele. Nee, Ratchet also & Clank ist ja gut. Aber warum hatten die denn damals auf dem Amiga überall immer diese Knuddelcharaktere? Ich verstehe das einfach nicht. Ja. Das erinnert mich jetzt aber total hier an einem Super Nintendo-Spiel irgendwie. So ja, das heißt, die Oberwelt sieht sehr nach Mario, Super Mario Bros. Ja, was, oder so ein JRPG. Zelda. So ein Zelda sah das auch aus. Aber tatsächlich, die Oberwelt ist für mich, würde ich sagen, 1:1 Super Mario. Also sowas, das könnte ich mir noch vorstellen. Also wenn man nicht hüpfen muss, weil ich bin ja total der Hüpfhasser. Hüpfen sollte in Spielen verboten werden. Wie hat sich die Steuerung ausgedacht, sag mal? Dagegen ist das Gleiten bei Mario ein Witz. Also es geht. Ich habe jetzt hier Gleitmechanik. Was, eine Gleitmechanik? Ja. Ich muss, wenn ich gesprungen bin, nochmal einen Sprungknopf und hochdrücken, dass ich anfange zu gleiten. Und dann muss ich aber irgendwie noch mit rechts und links wackeln, dass ich dann. Also wenn ich sowas sage, gleiten und wackeln, fangen alle an zu lachen. Hä? Also wenn ich gleiten und wackeln zusammen in den Mund nehme, dann fangen die Leute an zu lachen. Und bei dir ist das okay. Ich sage ja nicht, dass er sich noch seinen Schwanz dabei einklemmt. Aber stimmt. Dann hört auf zu gleiten und immer genau an der Kante der Plattform rutscht dann runter bis auf den Boden. Ich finde das Ganze ein bisschen... So, ich bin erfolgreich durch, beziehungsweise ich habe das bis zum zweiten Level geschafft, aber ich spiele jetzt nicht nochmal. Also gut, es ist halt, ja, ist okay. Also es gibt schlimmere Spiele, aber es ist halt nicht mein Fall. Okay, ciao, Ingo. Ja, gut. Nee, Servus. So, ich sage auch mal Tschüss für heute. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht wieder, aber ich glaube, an der Stelle komme ich einfach nicht weiter. Also es ist ein Spiel, mit dem ich schon ein bisschen Kindheitserinnerungen verknüpfe und es war mal schön, auf jeden Fall weiterzukommen als das erste Level. Ich muss halt immer so kleinen Erfolgen, sag ich mal, denken. Mir ist es auch nie wichtig, sag ich mal, das Spiel jetzt unbedingt durchzuspielen, wenn es sich ergibt, ob nun durch gemogelt oder durch Hilfe oder einfach so, dann ist es schön, aber es ist jetzt nicht der Hauptansporn. Wie lange hast du noch Lust? Gar keine mehr. Ich habe jetzt noch, glaube ich, ein Leben bei dem Endgegner, weil ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Ja? Wenn du mal Lust hast, zuzugucken. Also du musst ihm auf den Schädel springen. Ja, soweit so ganz einfach. Das ist aber so, er blinkt eine Weile und bis du aber gelandet bist, also wie soll ich sagen, jetzt zum Beispiel, ich habe gar keine Möglichkeit. Ich muss einen Lebenspunkt verlieren. Es ist einfach nur unfair. Tut mir leid. Ich hänge jetzt auch schon seit geraumer Zeit in diesem Level hier fest. Ich muss dieses Level nach oben fliegen. Wenn ich es mal schaffe, da oben zu kommen, dann hört er plötzlich auf zu gleiten. Er gleitet nur noch nach unten und an allen möglichen Plattformen vorbei, wo ich irgendwie mal Zwischenstopp machen könnte, um mal wieder etwas Geschwindigkeit zu holen. So wie jetzt zum Beispiel. Und ich habe tatsächlich langsam keinen Bock mehr, da noch weiterzumachen. Mir reicht. Ich finde es witzig mit dieser Oberwelt, tatsächlich, weil die halt diesen komischen Zelda-Ansatz hat. Die Level sind aber teilweise zu unübersichtlich. Vielleicht ist das Sprite einfach nur zu groß. Und dafür hat dann eben die Level entsprechend aufskaliert. Ich renne in mein Verderben, ohne zu sehen, dass ich da reinrenne.
ohne eine Chance zu haben, auszuweichen. Ja, dann können wir ja nur hoffen, dass ab nächste Woche wieder Titel kommen, die ein paar mehr Spieler anlocken und die vielleicht dann doch mehr motivieren. Vielen Dank an euch und bis nächste Woche oder in den anderen Formaten. Ciao, ciao. Bis dann, ciao.